Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Magier des Pendels gegen. Hilfe, Kavallerie-Einsatz. Mal schauen. Ich habe leider nicht sehr viel, um Backrow zu entfernen. Es sei denn, ich starte mit einem Blitzsturm. Aber im Midgame bringt er mir ja gar nichts. Und du bist. Ah, okay, das ist ein Monster. Das macht eigentlich. Warte mal, der Kit, aber. Das ist generell. Obwohl, das würde nicht funktionieren. Der hat aber nicht genug. Eigentlich gerne wegmachen, weil der genau da gibt der konstant wieder Spezialbeschwörungen. Welche Scale hast du? Drei. Okay, legen wir erstmal die beiden in die Scale. So, jetzt haben wir 9. Ja. Also das ist jetzt also, weiß ich nicht, nicht in Ordnung. Glücklicherweise habe ich eine 9.
Ich habe so gesagt, ich habe nicht viel Backrow Removal, aber ich habe ein verdammtes Glück mit Karten ziehen. Oder? Ey, die waren immer schlecht. Ja, die war sogar sehr gut. Hätte ich gleich wieder eine Skill gehabt. Aber ich hätte nur eine Skill gehabt. Naja, mal schauen. Ja, gut, dich finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber. Ich bring dich jetzt mal nicht in die Scale, bleibst du in meiner Hand. Wieso denn nicht? Ich mache irgendwie Sorgen, dass sie da nicht so sicher ist. Ich verstehe echt nicht, woher so dein Misstrauen kommt. Also kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Oh, ich wünschte, ich hätte diesen richtig fetten Käferkönig oder wie der heißt. Den Deck, mit denen, den ich einfach in den Friedhof schicken kann, da verbanne ich drei Insektenmonster, egal wo, von wo. Spezialbeschwör den einfach. Der funktioniert so gut mit dem Atlas zusammen. Okay. So, auf die Hand nehme ich. Da war's wohl. Der ist aber once per turn, oder? Der, dieser Königskäfer. Ja, was du gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, wie das heißt. Der ist nicht once per turn. Der erinnert mich ein bisschen hart an Fairy Tail Snow. Ja, warte mal, ich habe ja die. Nur, dass es halt nicht 5 Karten sind, sondern 3. Und spezifisch für Insekten. Er heißt Bergram, gepanzerter Kaiser der Waldkrone. Ja. War ja fast richtig geraten, der Name. Ja, da war was. Der hier und der hier. Ein Insekt. Na, wer hätte es gedacht? Dann nehme ich erstmal ihn. Ah ja. Muss noch was verbannen. Verdammt, das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ah, ich hätte besser den Panzerhorn holen sollen, anstatt das Shinobi-Insekt. Ich soll noch ins Extra-Deck, nicht auf dem Friedhof. Ja, du! Den lege ich jetzt nicht gerne in die Scale, aber das funktioniert an sich. Oh. Ja, einen der. Aber der darf nicht kommen, weil das nicht. Okay, ich sehe schon. Kannst den 7er und den. Ja, der hat nur 9er. Ja, kein Problem. Aber jetzt darfst du Shinobi-Insekt nicht mehr angreifen. Ach, ist das so. Du bist jetzt ein Drache. Ich glaube, seine Träume sind wahr geworden. Ah ja, ist ja schon. Ja gut, das ist dann halt nicht so gut, aber naja, das ist dann so. Oh, hey! Den wollte ich vorhin mir auf die Hand holen. Ja. Und jetzt ist er da. Hätte ich den anderen beschwören können, dann hätte ich sogar was machen können. Aber leider ist der Stufe 8.
Dann hätte ich ihn zu einem Drachen machen können und dann hätte ich, glaube ich, fusionieren können mit der Scale. Oder mit dem anderen Monster im Endeffekt auch. Aber eine Scale ist lustiger. Und weil etwas zerstört wurde, auf das er zeigt, darf ich was Spezial beschwören. Oh, das passt doch. Ich kann es auch einfach beenden, oder? Also an sich schon. So kriegt man ja auch auf dem Friedhof. Das stimmt wohl. Okay. Na, was hast du? Oh mein Gott, das ist so spezifisch. Okay, legen wir mal dich in die Scale. Jetzt ist die Frage. Oder ist sogar. Kann ich sogar so beschwören? Okay. Ah. Der Search nochmal war so auch wieder kaputt. Eigentlich ist doch der am besten. Erstmal das törichte Begräbnis. Du bist dran. Oh. Okay, verdeckte Karten. Weißt du, ein Magier oder Künstlerkumpel? Okay, muss ich jetzt darauf achten. Boah, ich muss sogar den da reinlegen, sonst geht das gar nicht. Okay, legen wir dich dahin. Dann legen wir dich dahin. Sonst erfüllen wir seine Bedingungen nicht.
Der Stufe 6. Skill 6. Das heißt, ich komme gar nicht an den Drachen. Außer ich hier explizit für den Drachen. Da komme ich aber an nichts anderes ran. Genau, Magier, das ist der Typ. Okay, nehmen wir mal dich. Ah. 3 bis 5, wenn ich das richtig sehe. Ah, nur sein Lust gar nicht, dass diese Effekte haben. Jetzt kann ich noch eins zum Drachen machen, was viel Sinn macht. Oder ich kann eins zur Stufe 1 machen. Jo. Sinn das macht, aber ich mach das einfach mal. Du kannst den Paladin damit holen, oder einfach nicht? Ja, kostet nur alles. Was konnte der jetzt? Wissen wir einfach mal. Ja, unter den Umständen nichts. Ach so, so einen Effekt hat der. Ah ja, kann selber so doch hören. Hast du jetzt noch was? Genau, falls er. Dann hat er das, klar. Ah, okay, der hat aber auch so einen Effekt. Gut, dann greifen wir mit ihm an. Ah, natürlich den. Hm. Aktiviere ich mal den Effekt. Nutzensrate 0,032. Dafür, dass er so ein krasser Searcher ist. Ja, aber wir wissen ja genau, woran das liegt. Ja, halt nur Insekten. Insekten. Just a bug in the system. Ja toll, die Karte kann ich jetzt echt gut brauchen. Ja, aktivieren wir mal die Karte, die ich von Anfang an auf der Hand hatte. Hm. Dann rettest du ihn ja.
Aber ich hätte sogar das machen können. Also. Na. Nicht so schlecht gewesen. Den hätte ich einfach sogar beschwören können. Ich hätte einfach alternativ das Synchro. Das Synchro-Monster, was Scales hat, beschwören können. Wenn ich einfach den anderen rausgeholt hätte. Hm, tatsächlich? Ja, weil der genau Stufe 2 ist. Und durch Stufe 8 kommt dann auf 10. Das klingt natürlich ziemlich gut. Das wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen. Ich meine, der würde dann. Obwohl, kann ich jetzt nicht sofort. Er hätte deine Lebenspunkte halbiert. Also hättest du dann genau 4000. So wäre es eigentlich mehr Schaden gewesen. Ach, und er wäre sogar in die Scale gegangen, wenn er kaputt geht. Dann hol dir mal was auf die Hand. Der ist eigentlich ziemlich gut. Wie wär's mit einem Esel? Oh, das ist heftig. Das ist ja fast quasi sowas wie ein Reset für dich. Okay, welche Monster holen wir jetzt raus? Ich würde mal sagen, dich. Warte mal, ist das überhaupt relevant? Ne, ist nicht mehr relevant, der ist schon aktiviert worden. Das ist mega irrelevant, wenn ich sowieso das vorhabe. Keine Ahnung, nehme ich.
Oh, yeah. Esel. Mach du nur. Ha, dann werden wir dich. Ja, auf die Hand bitte. Das sieht aus wie eine harte Nuss. Das hat leider auch so ein paar starke Monster, so viel drauf. Und noch so fertig haben. Aber da kann mir echt gefährlich werden. Wenn ich nicht aufpasse. Da glaube ich. Ich hätte ihn beschweren sollen, der wäre schwächer geworden, das Typ. Aber ich kann. Ja, das kann ich theoretisch tun. Na, warte mal, du. Bist du durch? Nee, kann ich nicht hören. Das ist ein bisschen doof. Ich habe nichts, um zu garantieren, dass sie das halt einfach so überleben. Das Insekt zerstören, will ich das überhaupt? Ja, keine Ahnung, weiß nicht, ob es das wert ist, aber ich mache es jetzt einfach. Nein, das sind ja beide. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Das, ja, das hat mich jetzt gerade echt gewundert. Also, das war nicht geplant, kann das sein? Das wollte ich nicht. Ja, keine Ahnung. Dann wärst halt du Drache. Ich sage, es ist ja eh nix. Ich meine, ich hätte jetzt fusionieren können, aber den hättest du eh überrennen können, weil du 3300 hast. Ist ja auch nicht. Der überlebt ja auch einfach nicht. Nein, nicht wirklich. Kann mir einfach angreifen und das war's dann. Die hier. Ja, es war schon ein bisschen Muffensausen, habe ich gekriegt. Muss ich zugeben. Chapeau an der Stelle. Ja, da hat er irgendwie noch ein bisschen Angriff gefehlt. Immerhin hätte ich es anders gemacht, hätte ich dann extra Deck Monster kaputt machen können, weil der eine eigentlich den Effekt hat, dass er Deck Monster, was von extra Deck kommt, negaten kann. Und ich denke, dass die ATK dann auch verlieren müsste, eigentlich.
Also hätte ich den ja kaputt machen können. Naja. Da ist wieder der Atlas. Da ist er. Da hast du vollkommen recht. Die Atlasbriefe. Ja, genau. Ja, so viel zu meiner Scale. Als ob ich die Scale lasse, ganz ehrlich. Ja, das macht Sinn. Nee, es ergibt Sinn, Entschuldigung. Das ist, ich will mal was. Quatsch. Mist. Hat sich erledigt. Hier, nimm den Esel zurück. Der Esel. Da kommt noch die Fusion. Aber sowas von. Dann legen wir mal los. Ui. Echt beeindruckend, was dieses Structure Deck allein schon schaffen kann. Ja. Das habe ich nicht umsonst sehr lange benutzt. Damit was machen. Vielleicht. Oh, hey. Thank you.
Und da wird wieder planiert. Alles planmäßig. Na was wohl? Ah ja, natürlich. Wer auch sonst. Wenn nicht er, wer sonst? Ein C. Ein faszinierendes, vergeltendes C. Ja, glücklicherweise ist eine Pendelbeschwörung keine Zauberkartenaktivierbeschwörung. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich funktionieren würde, wenn du jetzt diese Pendelfusion aktivierst, ob die dann verbannt werden oder dann doch ins Extra-Deck zurückgehen. Könnte gut sein, dass da eigentlich dann, dass das dann keinen Effekt auf die Monster hat, weil sie nicht auf den Friedhof gelegt werden eigentlich. Ah. Okay, spielen wir dich. Einfach so. Auch einfach so. Ah ja, das kann ich schon übernehmen. Es war gut, den Haken Federwisch aufzubewahren. Ah, nee. Kannst du ihn nachher wieder beschwören? Ja, ich kann es dann wieder versuchen. Ist das irgendwo relevant, Drache? Aktiviere ich ihn halt vorher. Aber nö, es ist nicht relevant. Obwohl, vielleicht ist es doch relevant. Wenn er jetzt noch im nächsten Zug Drache ist, dann kann ich ihn nicht für... Nee, ich kann ihn jetzt nicht mehr für Käfer Kavallerie Atlas benutzen. Perfekt. Das ist die Strategie. Jetzt blocke ich einfach deinen Linkpool. Naja, ich habe ja noch zwei Zonen. Habla. Machen wir das. Machen wir den. Aktivieren wir ihn. Und ihn. Zwei Sirs. Nur für mich. So, mit Gugipol hole ich ihn. Das ist sehr wichtig. Mit C hole ich mir dann den Resonanzinsekt. Den Resonanzinsekt, ja. Ja, der Gerät. Der Gerät. So.
So. Und weil du mir jetzt da den Schmetterling versaut hast, ist es überhaupt nicht wichtig, weil ich habe ja genug Material. Ich glaube, da liegt schon genug auf dem Feld, kann das sein? Was sagt denn das I? Ja. Okay. Nicht, dass ich jetzt noch... Nee. Ich könnte jetzt meine Zauberkarte suchen, mit der ich eine deiner Karten zerstören könnte, aber... Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas bringt. Oder... Zum Angriff. Angriff. Ja, schön gemacht. Oh, die hätte ich eigentlich brauchen können. Da ist dein Pendelhof weg. Oh, der ist auch nicht once per turn. Das ist ja auch ganz nett. Also, das ist jetzt... Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Mein Tag ist ruiniert. Ich werde nie wieder glücklich werden. Ach, das hatte ich befürchtet. Dass mein Tag ruiniert ist. Das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Oh, er wird schwächer. Nein, 200 ATK. Die kriege ich nie wieder. Das
Seelenpendel bringen wir halt in der Situation nicht so viel. Naja. Ja, du hast es so gewollt. Warte mal, ist er nur stärker als der? Oh man. Ich meine, kannst du den Schmetterling ruhig kaputt machen. Also, juckt mich nicht. Ja, nee, der soll da eigentlich liegen. Bleiben. Ist ein Drache. Das ist er wohl. Jetzt meine, der Schmetterling ist neben dem riesigen Käferkavallerie. Ja, okay, der ist nicht ganz der einzige, aber einer der wenigen in deinem Deck, der zu mir hoch zeigt. Der andere hat ja dann auch noch einen Effekt, wenn ich da reinmische, was so doof ist. Alles keine Faxen. Ich warne dich. Ich meine, ich könnte einen Rückzug machen. Ist doch mal, also. Es geht wieder rein, er geht wieder raus. Ja, so sieht das aus. So läuft es. So, Magier, beschützt mich. Und er dreht sich nur zu dir um. Sei. Ich bin weg. Monsterzone. Zauberfallenkartenzone. Können frei wechseln hier. Also mit der Loyalität, da musst du bei deinen Jungs mal arbeiten. Bewerten, nicht vergessen und ciao. Ja.